Hi, ich bin der Zanke und heute machen wir ein kleines Pflanzexperiment. Ich habe hier eine kleine Fischpeppe. Ja, die ist mir ziemlich abgespargelt. Aber weil sie sich jetzt dann irgendwann hingelegt hat, weil sie eben keine Tragkraft hatte, hat sie angefangen, so Triebe nach oben zu machen. Und ich habe überlegt, ja, vielleicht pflanze ich die einfach mal so der Länge nach ein. Weil ich habe auch so viele Pflanzen über und ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Schade wär's drum. Dann kann ich jetzt hier wenigstens mal, ich sag jetzt mal, ein bisschen das Blödeln anfangen. Fangen wir mal kurz an. Zwei so Löcher reinschneiden. Also diese Nupsis da, damit das Wasser ablaufen kann. Ich werde jetzt bloß oben einen großen, großen Löcher reinmachen, weil der Vorteil von diesen Dingern ist schon mal, dass mir eben mein Blähton nicht abhauen kann. Blähton wieder rein. Den schön verteilen, dass er gerade ist. Und dann Pflanzenvlies rein, dass das am Rand ein bisschen übersteht, dass die Erde nicht zu den Blättern runterkommt. Schaut sich dann so aus. Aber hier ein bisschen Erde. Ich habe heute nämlich mal eine vegane Erde ausprobiert. Die ist torffrei. Und die habe ich noch mit, also auf 40 Liter habe ich ungefähr 7 Liter Kokoserde, also bereits gequollen, reingetan. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Eine Haribo große Gummibärchen-Box voller Perlit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber ich glaube, es sind so 2 Liter ungefähr. So. Es können auch ruhig bei sowas Blätter unter der Erde sein, die vergammeln dann nach und nach. Was nur relativ wichtig ist, dass ihr jetzt so Stellen, wo gerade ein Blatt abgebrochen ist oder so, das ist mal ein bisschen blöd, weil da kannst du dann zu faulen Stellen kommen oder sonst irgendwas und das ist Gift. Mei, was erwarte ich mir jetzt davon von der Geschichte? Also im Endeffekt will ich schauen, wie groß die jeweils einzelnen Triebe werden und ob die dann so Richtung einzelne Pflanze gehen, von der Größe her. Weil ich kenne es sonst so von so Obstspalieren, dass man die dann halt immer auseinanderzieht und aus einer Pflanze quasi eine Pflanze eine riesen Fläche abdeckt. Mal schauen, ob das jetzt etwas Freistil improvisiert, auch bei Chilis geht. Im Endeffekt sollte der Stiel, so wie er sich unter der Erde befindet, eigentlich auch neue Wurzeln machen. Dann haben wir viele Wurzeln, große Pflanze. In dem Fall dann vielleicht sogar 3. Wir werden sehen. Auf den Untersetzer draufgestellt. Ja, genau. Das Ergebnis schaut sich jetzt dann so aus. Also so ein bisschen hätte ich 3 Pflanzen angepflanzt, was der Plan war. Eine Ewigkeit später. So, es sind 6 Wochen vergangen und boah, meine Erwartungen wurden, ich möchte sagen, übertroffen. Wir haben jetzt hier 3 ganz hübsche Pflänzchen. So. Wir haben hier sogar schon eine Chili dranhängen. Aber wir haben hier jetzt auch mal ganz schöne Blätter, wo man sieht, dieses Panschiert. Ist deutlich hübscher als die ersten. So, dann würde mich persönlich jetzt nämlich interessieren. Ich habe ja immer gesagt, wenn man Pflanzen tiefer eingräbt, macht der Stamm auch Wurzeln und das ist jetzt eigentlich die Probe aufs Exempel. Schauen wir mal, ob ich einen Schmarrn verzählt habe. So. Es ist eigentlich nicht ratsam, wenn Chili-Pflanzen Früchte tragen, dass sie im Topf. Das ist eigentlich eher schlecht, wenn man die komplette Versorgung unterbricht. Dann kann es vorkommen, dass die Pflanze entweder die Chilis abschmeißt oder euch gnadenlos eingeht, aber nachdem es sich hier um ein Experiment handelt, habe ich mir jetzt hier keinen großen Ertrag erhofft, sondern eigentlich die Bestätigung meiner These oder eine Widerlegung. Wissenschaft. Schauen wir mal. Ah, das ist eine unpraktische Angelegenheit. Also ich rupfe auch schon ständig Wurzeln ab, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, hallo. Vielleicht muss ich es auch gar nicht ganz ausgraben, weil man sieht hier wunderbar, es ist sogar hier schon das Vlies durchgewurzelt. Heißt, ich habe nicht geschwindelt. Genau, also man sieht es hier schön, es bilden sich wirklich über den ganzen Stamm noch Wurzeln. Hier
die Bestätigung meiner These. Im Endeffekt war alles schön durchwurzelt. Sowohl von links nach rechts rübergezogen alles. Ja, ich freue mich, dass mein Experiment soweit geklappt hat. Die Pflanze ist ja an sich ja auch echt schön gewachsen. Für das, dass sie vorher so abgespargelt hat. Robby. So. Joa. Fazit. Wenn ihr Pflanzen habt, die euch irgendwie ultra abgespargelt sind oder einfach umgefallen sind und in der Menge untergegangen sind und ihr nicht gecheckt habt, dass sie jetzt waagrecht wachsen, ist das eigentlich eine ganz lustige Methode, aus einer Pflanze auch gleich noch mehrere zu machen, mehr oder weniger. Also es ist schon immer noch eine Pflanze, aber ich glaube, das Wachstum könnte deutlich größer werden. So. Wäre jetzt auch für Zierchilis oder so, dann hält man sie halt zuerst warm und spargelt sie mit Absicht. Die kippen von alleine im Normalfall irgendwann, wenn sie so spargeln. Und dann halt einfach waagrecht einpflanzen, wenn neue Triebe dran sind. Ich muss sagen, ich finde es sehr geil, dass es funktioniert hat. Wieder was gelernt. Meine These ist bestätigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich ultra freuen, wenn ihr es tun würdet. Wäre mir viel geholfen, können wir mehr neue Videos machen und so weiter. Danke im Voraus und bis zum nächsten Video. Ciao!